Durch die Ultraschalldiagnostik gibt es Fellbildungen, die man nicht immer erkennen kann. Es gibt zum einen die Ultraschalldiagnostik. Das ist eine etablierte Technologie. Dadurch kann man Fetus ganz genau untersuchen und es geht um die Erkennung von Fellbildungen. Man kann abhängig von der Schwangerschaftswoche bis zu 95% aller Fellbildungen erkennen. Außerdem gibt es Blutuntersuchungen, die man durchführen kann, um das Risiko für eine chromosomale Anomalie zu erkennen. Eine der bekanntesten Untersuchungen ist die nicht-invasive pränatale Testung, abgekürzt NIPT, N-I-P-T. Dadurch untersucht man freie DNA-Fragmente von dem Fetus im Blut der Mutter. Durch diese Blutuntersuchung kann man das Risiko für die drei häufigsten chromosomalen Anomalien, die Trisomie 21, die Trisomie 13 und die Trisomie 18, erkennen lassen. Wenn man eine absolute Sicherheit für eine chromosomale Komplikation haben möchte, dann muss man die Amniozentese durchführen. Das ist die Fruchtwasseruntersuchung und die hat eine 100%ige Aussagekraft über den Chromosomensatz. Eine Ultraschalluntersuchung ist für den Fetus nicht gefährlich. Auch die Blutuntersuchung bei der Mutter hat kein Risiko für den Fetus. Eine Fruchtwasseruntersuchung ist mit einem sehr kleinen Risiko behaftet. Von 1000 Fruchtwasseruntersuchungen hat man in 5 Fällen eine Komplikation, einen sogenannten iatrogenen Blasensprung. Durch die Ultraschalldiagnostik gibt es Fellbildungen, die man nicht immer erkennen kann. Auch syndromale Erkrankungen und chromosomale Anomalien kann man nicht komplett ausschließen.